Hallo, der Blind Spectator heute im Mikrofon. Wir spielen weiter Bug Fables. Wir haben gerade all die Gears besorgt, die wir brauchen, um hier hinten Zahnräder zu füllen, damit wir Lives Geschichte weiter gründen können. Also, wir haben einmal ein Big Gear, ein Medium Gear, ein Small Gear und ein Medium Gear. Sieht eigentlich ein bisschen so aus, als würde es nicht passen, aber passt. Sieht so aus, als wäre es kaputt. Aha. Hier werden die also gezüchtet. Und da ist was Großes. Dieser Tank. Hat es irgendwelche Erinnerungen ausgelöst? Nein, tut mir leid. Nach allem, was wir getan haben, um hierher zu kommen? Es gibt eine Menge komische Sachen in dieser Fabrik. Es ist besorgniserregend, aber es hat hauptsächlich noch mehr Fragen aufgeworfen. Hm, denkst du, die letzte Königin hat im Geheimen diesen Platz gebaut? Nein, das ist absolut unmöglich. Erinnerst du dich daran, dass wir uns Snake mal verkundet haben? Das ist möglicherweise das, wonach sie gesucht hat. Wenn wir es nur nicht verpatzt hätten, dann hätten wir diese grausame Fabrik von dieser grausamen Fabrik berichten können. Es war nicht deine Schuld. Lass uns zurückgehen. Es gibt vieles, worüber man nachdenken muss. Von all den Idioten, die hier gelandet sind, sieht es aus, wie als wären Motten die besten Wirte. Es sieht so aus, wie als hätten sie ja einen Körper, der besser für Magie gebaut ist. Vielleicht sollten wir rausgehen und versuchen, ein paar mehr von ihnen zu bekommen. Das war's, mehr nicht? Ich hätte gedacht, man kann hier vielleicht noch lang. Aber scheinbar nicht. Diese Stille, die hier drin auch herrscht. Also Life ist quasi Sephiroth. Oder sehe ich das falsch? Was ist das? Da kommt etwas. What the actual fuck bist du? Meine Geschwister Kidira. Mein Tod stockt auch. Ich hoffe, das hört man nicht. Schwester? Die Sibling ist Verwandter. Hast du gesagt Verwandter? Das macht keinen Sinn. Ark. Vai, bereite deinen Beamerang vor. Wir müssen live beschützen. Ja, Reihenfolge und so ist erstmal erinnern. So, das hier ist ein Boss, ja. Life kann nichts machen. Life kann nichts machen. Dann müssen wir tatsächlich mal einen Turn von Y opfern, um zu spyen. 94 Leben. Okay. Das ist halt tatsächlich so eine Sephiroth-Story, die Life da am Laufen hat. Sephiroth, wie auch immer ihr es gerne hättet. Es lädt sich auf. Wir müssen schnell zuschlagen. Ja, weil dann, wenn das Ding doch so viel Leben hat, dann machen wir Serious Business. Ah, Life war bereit. Du hast ganz schön lange gebraucht. Ich habe keine Verwandten. Als ob ich mit diesem Biest verwandt sein könnte. Life, bist du okay, du?
Die Musik auch so richtig Psycho. Das Ding hat echt viel Leben. Ach fuck, einmal verkackt. Unbelievable, alles klar. Warum verkacke ich das? Verarschen oder was? Mein Timing ist heute off. Bei geht's nicht so gut. Eigentlich braucht nur Weih Heilung. Ich hätte zuerst angreifen sollen und dann heilen. Ja, das Ding können wir eigentlich auch ausspielen, wenn wir schon dabei sind. Ach fuck. Weih schläft. Na gut, dabei heilt sie sich. Dann darf Life halt auch mal angreifen. Komm, Wei, halt dagegen mit Heilung. Bringt mich das ernsthaft so sehr in Bedrängnis, dass ich hier keinen Mana mehr habe. Heil dich am besten einfach nochmal. Manchi, mach's weg. Okay, komm jetzt. Oh, heute ist echt der Wurm drin, ne? Weg ist es. Das hat sogar noch Erfahrungspunkte gebracht, das Ding. Allerdings ist ein Boss, also die geben wahrscheinlich immer Erfahrungspunkte. Ich bin... Hey, beruhige dich, du nimmst dich komisch. Hat das Monster deine Erinnerung angefeuert? Spiele Logbericht 2048b. Es ist ein Fehlschlag, schon wieder einer. Widerlich, wenn es so weitergeht, und wird unsere Untersuchung. Wirf es zu den anderen. Wir sollten heute für heute Feierabend machen. Ein Fehlschlag, das ist richtig. Ich spiele Sicherheitsaufzeichnung 3851 AZD. Wir sind wirklich gestorben im Snake Mouth, denn. Hä? Aber du bist hier bei uns? Es bin nicht ich live. Es ist wirklich uns. Ich bin
zusätzlich ein Zoomorph-Prototyp. Muse, Alicent, die Erste und alle. Das sind Menschen, die Life so sehr mochte. Während er im Cocoon der Spinne war, an irgendeinem Punkt wollte ich mich auch um sie kümmern. Und bevor ich es bemerkt habe, habe ich angefangen zu glauben, ich war auch live. Es muss nicht gesagt werden, nach allem, was wir gesehen haben, dass da diese Fabrik Cordyceps untersucht. Ich weiß nicht, was Cordyceps sind. Aber alles, was wir hier gefunden haben, ist grausam und herzlos. Ja, aber nicht du. Du bist wie so ein richtig cooler Typ. Bin ich das? Oder war Life ein cooler Dude? Ich weiß nicht wirklich. Aber du kanntest uns davor nicht, richtig? Und wir sind immer noch gute Freunde geworden. Also, du oder Life, warum nicht beides? Versuchst du ernsthaft, es so einfach zu machen? Das ist so total wie du, Vi. Es ist wahr genug, nicht wahr? Du hast beschlossen, Lives Mantel zu nehmen. Also für uns bist du sowieso live. Gib mir eine Pause, ich bin nicht live. Ich bin nichts weiter als irgendeine Art Ding. Etwas, das in das er ist. Etwas, das denkt, dass er es ist. Wir haben live sowieso die gekannt, also ist es in Ordnung. Das ist total falsch. Was ist mit seiner Familie? Interessierst du dich immer noch für sie? Interessierst du dich für uns? Nun, ja. Wir sind sehr dankbar für alles und es hat Spaß gemacht. Du musst jetzt nicht entscheiden, wie du dich fühlst. Um die Wahrheit zu sagen, das ist ein unglaubliches Szenario. Aber du bist unser Freund, es ist in Ordnung. Ja, es ist nicht so, wie als hättest du nur so getan oder sowas. Das ist richtig, wir haben nie so getan, wie als wäre irgendwas. Lass uns gehen. Wir haben eine Menge, über das wir nachdenken müssen, wenn wir unsere Familie treffen wollen. Geh's langsam an, okay? Wir hören zu, wenn du beschlossen hast, was zu tun ist. Danke, lass uns gehen. Tja. Leute, ich muss kurz trinken, nachschütten, weil das war eine Menge Text und ich glaube, da kommt gleich noch mehr Text. Es erinnert mich halt ohne Witz so ein bisschen an Sephiroth, ne? Also an die Final Fantasy 7 Story mit den Klonen oder sowas, die ja aus dem Spross von Jenova entstanden sind oder so. Es ist lang her. Aber so in die Richtung geht es ja. Tatsächlich. Ja, und mal schauen, wie Life sich weiter entscheiden wird. Life ist deswegen auch ein sehr passender, doppeldeutiger Name. Vermutlich absichtlich gewählt aufgrund dieses Umstandes. Dann schauen wir mal, was unsere Familie so zu sagen hat. Oder wir unserer Familie zu sagen haben. Weil, Kabu, wir haben auf dem Weg hierher nachgedacht. Wer sind wir? Wer war ich, bevor ich Life getroffen habe? Wir wissen es nicht. Es fühlt sich an, selbst wenn ich nicht Life bin, dann bin ich er geworden. Ob das jetzt besser oder schlechter ist. Wenn ich seine Erinnerungen und Persönlichkeit wegwerfe,
dann würden diese wertvollen Gedanken verloren gehen. Vielleicht kann ich sie beiseite legen, könnte ich sie nicht beiseite legen, selbst wenn ich es versuchen würde. Und was willst du tun? Wir wollen unsere Familie treffen, um uns bei Muse zu entschuldigen, um Alicent wiederzusehen. Ich will dasselbe, was Life will. Dann mach das. Lebe Lives Willen weiter. Oder zumindest ich denke, dass es in Ordnung sein wird. Ja, das ist, was wir auch entschieden haben. Ich bin nicht genau live, aber wir sind immer noch live. Selbst wenn, selbst mit dem Gedanken, dass er in der Zeit verloren wurde und mit einem Cordyceps fusioniert wurde, wonach ich echt mal googeln will, was ein Cordyceps ist, Alter. Gebt eine Sekunde, es interessiert euch ja vielleicht durchaus auch. Falls es überhaupt was Reales ist, aber ich gehe davon aus. Cordyceps. Ein Kernkeulenpilz. Oder auch ein chinesischer Rauchpilz. Gehört zu den Schlauchpilzen. Cordyceps-Arten parasitieren Gliederfüßer und bilden bleiche oder hell gefärbte Fruchtkörper mit fleischigen Stromata. Die Typusart ist die, also anders gesagt, die fressen sich halt tatsächlich in Insekten ein. Widerlich! Wir werden als Life weiterleben. Ah, ich bin froh, dass du uns nicht verloren gehst. Du bist ein Freund, also ändert das gar nichts. Wir werden reingehen und ich bin nicht sicher, was passieren wird. Bleiben wir hier draußen? Nein, bitte kommt mit rein. Ich will, dass meine Familie meine Freunde trifft. Oh, Abenteurer, was bringt euch in unser Haus? Mom, das ist Team Snake Mouth. Sie haben uns vor den Wespen gerettet. Oh, wow, es ist eine Ehre. Ja, das sind meine Freunde, Kabu und Vi, und wir sind live. Es ist schön, euch kennenzulernen. Eine Ehre. Hä? Junge Bursche, du? Du siehst so aus wie Papa, als ich ein Kind war. Wirklich? Genau deswegen bin ich hier. Wir glauben, wir sind eine Art entfernter Verwandter von euch. Wir haben eine lange Zeit nach euch gesucht. Was? Papa, was bedeutet das? Oh ja, ich habe Brüder, also spring mich nicht an. Du bist mein Onkel, wirklich? Und du lügst auch nicht? Es ist so etwas in der Art. Oh, meine Millionen Ameisen. Kannst nicht glauben. Es tut mir leid, wir sind einfach in euer Leben eingetreten. Wir gehen jetzt. Nein, warte, das ist eine gute Überraschung. Du musst zum Dinner bleiben, deine Freunde auch. Ah ja, kostenloses Essen. Vergib, weil sie hat wenig Takt. Ist es wirklich in Ordnung? Natürlich, du bist gehörst zur Familie. Oh, klar, glaubt es einfach. Wir sind nicht absolut sicher. Ich weiß nicht wie, aber ich weiß, dass es wahr ist. Mach dir keine Sorgen. Abgesehen davon bist du der coolste Abenteurer. Mein Onkel ist so cool. Danke, wir bleiben dann. Muse, deine Kochkünste sind atemberaubend. Es ist schön, euch getroffen zu haben, aber wir müssen zu einer Mission. Oh, das ist kein Problem. Kommt einfach jederzeit wieder. Du musst uns mehr Abenteuergeschichten erzählen und ein paar Souvenirs mitbringen. Das werden wir. Bitte passt bis dahin gut auf euch auf. Das Essen war super gut. Danke. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft. Ihr habt hier immer ein Zuhause. Habt sichere Reisen, okay?
Tja, lief ja. Wie fühlst du dich, Live? Danke, wir haben, wir können das niemals wirklich zurückzahlen. Ach, ist wie auch immer. Dich glücklich zu sehen ist eine ausreichende Belohnung. Wir sind wirklich glücklich, euch damals getroffen zu haben. Ihr habt euch mich auf mehrere Art und Weisen als nur einige gerettet. Komm schon, du bist nicht der, der Typ, der halt, ne? Wenn noch etwas Ärger bereitet, komm einfach zu uns. Das gleiche gilt für euch. Lasst uns gehen. Es gibt eine Menge zu tun. Wir können jetzt den Frost Bowling Skill im Kampf benutzen. Außerdem würde ich gerne hier eure Wohnung raiden, Leute. Gibt's da oben noch geilen Stuff? Natürlich gibt's da oben geilen Stuff. Ey, das ist kein geiler Stuff. Das ist nur ein Ball, oder? Das sah so aus wie was, wo man aufheben kann. Ihr Trolls! Dann kann man hier nichts raiden. Also, damit ist die Sache also geklärt. Wir kennen jetzt Lives Vergangenheit. Ja. War cool. Lass mal Orden checken. Ich würde sagen, damit können wir dann auch weiter mit der Hauptstory machen. Weil wir haben die wichtigsten Dinge erledigt. Und wir können natürlich eine Menge uns mit Nebendingen beschäftigen. Ja. Nein, wir machen noch nicht die Hauptstory weiter. Eine wichtige Sache will ich noch tun. Ich will auf diese Insel gehen mit diesem Monster. Weil jetzt haben wir tatsächlich die Skills, die wir brauchen, um dahin zu kommen. Und ich würde sagen, das ist dann definitiv was für die nächste Folge. Aber wir können ja zum Pier gehen. Es gäbe wahrscheinlich kürzere Möglichkeiten, zum Pier zu kommen, als hier lang zu laufen. Vor allem sollten wir dann wenigstens auch richtig laufen, ne? Das wäre auch vorteilhaft. Aber, ja, das machen wir auf jeden Fall. Das will ich machen, auf diese komische Insel gehen, wo wir nicht weiterkamen. Weil wir müssen dann natürlich einfach nur das Wasser gefrieren und dann kommen wir da weiter. Ne? Jetzt mit dem neuen geilen Skill funktioniert es dann auch. Und es wäre eine Schande, das nicht zu tun. Es gibt natürlich noch einen anderen optionalen Boss, bei dem ich nicht so genau weiß, wo der ist. Ich weiß auch nicht, ob das eine der optionalen Bosse ist da hinten oder was es genau damit auf sich hat. Aber ich will es erfahren. So, wir sind am Pier. Ach, wir können doch sogar noch zur Insel schippen. Komm, was soll der Geiz? Mit dir. So, legen wir an. Speichern hier. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Spectator of Euch. Habe ich vor, wir sehen uns dann. Haut rein. Abo. Video.